Klingt interessant. Ist aber ein toller Wagen, den wir uns ausgesucht haben. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Er feuert unterschiedlich nach. Je länger ich hier am Begrenzer bin. Jetzt hat er nämlich am Ende gar nichts gemacht. So, hier ist Platz. Gut, ich würde sagen, wir suchen erstmal einen ganz normalen Tuner auf. Und zwar wo? Oder wir können mal gucken, was hier eigentlich verlangt wird von der Stufe 110. Wir haben 156. Okay, dann gehe ich mal bloß zur Garage. Hier müssen wir noch eine kaufen, ne? Genau, da fahren wir mal hin. Also links, ab nach oben, relativ 90 Grad Kurven. Denke ich, kriege ich hin. Trifft Winkel, mehr oder weniger. Kleiner Winkel, großer Winkel. Oh Mann, wir sitzen auf der rechten Seite, das gibt's doch nicht. Was haben wir noch? Gewichtsverteilung, lieber hinten oder vorne? Puh, weiß ich noch gar nicht. Wie wir auch gleichzeitig fahren. Handbremskraft. Mal so, Gewichtsverteilung. Ich probiere es einfach mal aus. Hinten ist Shift-Block, aber bis dahin dauert es noch etwas. Haha, er kommt schön um die Kurve. Oh, Speed-Trap 274. Schreien die wieder selbst nachts? So, da hinten. 200 Sachen bekommen wir drauf. Geht schön in die Kurve. Oh, was haben wir hier? 169, guck mal hin. Zwischen Laterne und Schild hindurch. Ah, hier, die Strecke kennen wir doch. Aus dem einen Rennen, wo wir nicht Erster werden sollten. So, jetzt war es hier, glaube ich, geradeaus. Hier? Hier ist was rosa, Mensch. Ist es das? Rosa, lila? Ja. Gut. Garage kaufen. Achso, ich habe nicht gekauft. Oder? Nö. Kommt ja noch ein Bestätigungsmenü für. Der Jobkontakt. RX7. Was kann er denn eigentlich so aufgesetzt bekommen? Was ist das denn? Auch von Mazda. Oh, die Motorhauben sehen alle so doof aus. Vor allem, es gibt so wenige. Dabei ist es jetzt gar kein super tolles Auto wie so ein ganz besonderer Lamborghini, wo ich mir durchaus denken kann, der Hersteller lässt da nicht Möglichkeiten zu, das groß zu motzen, wobei das in vergangenen Spielen möglich war, aber auch bei solchen wie einem RX-8, da kannst du nicht viel machen, das ist schade. Also so toll wie ich die ganzen Folien finde, die man hier im Spiel auftragen kann, was man da alles individualisieren kann, so schade ist das einfach hier, was es da an diesem Optiktuning gibt. Wenn ich da an Underground 2 denke, das war ja unfassbar viel. War zwar alles vom Typ her das gleiche, aber es war halt für jeden Wagen möglich. Bleib ich beim Standardkram. Frontstoßfänger. Ist ja auch dieses Grün. Ah, hier gibt es ein paar Teilesets, okay.
Ja, das könnte man nehmen. Für 1500er. Wollen wir das Nummernschild behalten? Das sieht ja komisch aus mit dem Frontflügel. Ist da kein Formel 1 Auto? Das sieht ja bescheuert aus. Das kommt nicht dran. Oh. Kühlrippen. So kantig, das passt gar nicht so zum Wagen. Würde ich meinen. So, gucken wir uns mal hier vorne um. Jetzt nervt die Schrift hier. Ich glaube, ich nehme das. Wir können es dann noch umbauen. Hey, wir haben mal vorne was Großes gemacht. Frontleitbleche, will ich überhaupt welche haben? Nö. Also hier müssen auf jeden Fall die Klappaugen bleiben, aber oh. Baue ein Auto aus Wrackteilen auf. Dann gibt's Scheinwerfer. Frontkotflügel. Auch dieses komische Gefarb mit Nieten sieht komisch aus. Das ist das Hässliche. Warum muss ich denn hier extra C drücken? Kann ich das nicht einfach mit der Maus machen, indem ich einfach die Maus bewege? Inkompatibel. Ein ganz schöner Radsturz. Da fehlt doch was vorne. Wie man die Reifen da sieht. Das kommt mir dran. Außenspiegel. Nee. Danke. Gibt's bloß zwei andere. Wenn ich da an Underground 2 denke. Nein, du nicht schon wieder. Wieder C drücken. Weiß noch nicht. Ich nehme den mal, kostet jetzt auch nicht so viel. Alles noch gesperrt. Bremsscheiben gehen schon. Ich schließe drei Driftzonen mit einer 2-Sterne-Wertung ab. 5 Speedkarten eintauschen. Freie Fahrtmultiplikator. Ja, da brauchen wir noch etwas. Auspuff. Ah, hier gibt es sicher auch. Gibt's auch solche Abstrusen. Das wird immer schlimmer. Es gab ja im Vorgänger mal so einen ganz schlimmen. Der ging, glaube ich, bis zum Heckflügel hoch. Wieder C drücken. Ich glaube, wir sollten bei ihm schon 2 Rohr lassen. Nein. Schrift, Einblendung, geh weg. Ey. Unten hin nicht. Dann lassen wir den Standardauspuff. Nö, Rahmen lasse ich so. So, was haben wir hier? Heckstoßfänger. Nur 2. Das ist jetzt schade. Die Heckpartie sehe ich ja am häufigsten. Mache ich mal, vielleicht schraube ich es ab, aber mache ich für den Anfang mal. Kofferraumdecke. Diese komische Farbe. Heckleuchten. Sieht man ja nicht viel. Wir lassen den Standard mal. Auf vorne haben. Nein, nicht das Abgehackte. Schaut mal hinten, wie die Reifen rausgucken. Nee, die Farbe nehme ich nicht. Aber jetzt ist ja auch so eingeschlagen. Ist das wegen des Heckstoßfingers? Nee, ist allgemein so eingeschlagen. Okay. Heckflügel.
sieht schon interessant aus. Nee. Viel zu hoch. Nee. Der würde noch am ehesten gehen. Gefällt mir so dezent, aber geht leider hinten etwas über die Leuchten. Deswegen würde ich sagen, behalten wir einfach den. Wie viel es da in Underground 2 gab? Oh. Soundsystem. Was bringt mir das hier im Spiel? Also bei Underground 2 konnte man ab und zu mal die Heckklappe aufmachen, aber hier? Hm. Felgen sind ja noch nicht und jetzt sind wir wieder im Grunde vorne. Machen wir noch die Fenster dunkel. Ich würde sagen, wirklich schwarz. Nein. Bestätigen. Raus. Und jetzt nochmal Farbe. Bibliothek? Nein. Folie bearbeiten. Farbe. Der bekommt jetzt ein Rot. In der Garage sehen die Farben teilweise echt komisch aus. Ich muss auf jeden Fall noch den Radsturz ändern, das sieht ja doof aus. Rot gefällt mir bisher überhaupt nicht, aber ich denke, ich bekomme hier nichts Besseres hin. Und draußen sieht es ja eh nochmal ganz anders aus. Sieht zum Beispiel unser S2000 ganz besonders toll aus, wie ich finde. Nein. Bestätigen. Ich würde mal erstmal was ganz Einfaches machen. Ich denke mir da noch groß was aus. Aber ich habe gerade eine Idee. Hinzufügen ist X. Und zwar nehme ich mal dich. So, dreh den Spaß. Positionierung, wie skaliere ich das? Farbe ändern, bestätigen, Feinsteuerung. Drehen, skalieren, W und S, okay. Feinsteuerung war Umschalt, okay. Bestätigen. Ja. Spiegeln werde ich auch noch. Farbe ändern C. So, und das Ganze spiegeln. Wo war das nochmal? Spiegeln. A und D. Ja, aber nee. Ich habe mir gedacht, ich kann das auf die andere Seite einfach projizieren, indem ich einfach jetzt das auf die andere Seite spiegel, damit ich das jetzt nicht extra nochmal machen muss. Jetzt muss ich mir die ganze Größe ja merken. Kann ich das wenigstens duplizieren, so wie es gerade ist? Drehen, skalieren, spiegeln. Und verschieben. Hilfe, weitere Steuerung, Steuerung links. Rückgängig, Dicke zurücksetzen, duplizieren. Spiegeln mit D. So. Belasse ich erstmal so. Ganz einfach, da werde ich mir, denke ich, noch was einfallen lassen, aber fürs Erste machen wir es erstmal so. Gut. Den Spaß speichern wir. Und jetzt hier noch Sturz von. Oh, das ist ja schon Standard. Ach du Kacke. Wahrscheinlich, weil es ein Drifter ist. Aber das geht auch. Ach du Scheiße, das ist ja ein Radschaden.
Ich wollte das... Das ist schon das Minimum. Ich wollte es eigentlich noch gerader machen. Das ist ja schon... Oh. Oh Mann. Richtig schön schleifen lassen. Haben wir es so? Ach du Kacke. Ja, fortfahren. Hat er jetzt nicht gespeichert. So. Dann sind wir hier erstmal durch. Haben wir noch Karten? Das sind die Vierer. Vier haben wir aktuell drin. Auswählen, Hilfe zurück. Wir gehen erstmal raus. Ja. Eintausch. Den habe ich jetzt aber gar nicht gesehen, oder? Beim Autohändler? Der ist aber dunkel, der Wagen, der Auto. Soll ich mir das Rot aber nur bei? Es liegt in der Sonne. Jetzt sieht es schon schicker aus. Das ist ein schönes Rot. Zumindest in der aktuellen Sonnengebung. Gut, wir machen mal das erste Rennen. Die Einführung bei Shift Lock. Runter, zweimal schlängeln, dann kommt dieser Ausbiegung, dann wieder schlängeln, aber länger. Grundlegend müssen wir nach rechts. Okay. Ich mir das Driften üben. Das ist diese Ausbuchtung. Jetzt kommen die längeren 90-Grad-Kurven. Das schaffen wir nicht. Schön. So, scheint die letzte 90-Grad-Kurve zu sein. Jo. So, bester Wagen 156, 110 wird benötigt, empfohlen. Shift Lock, Drift, Trial. Melde dich beim Underground Soldier von der Shift Lock Liga, einem geheimnisvollen Racer, der Präzisionsdrifting mit Techno-Anarchie verbindet. Das klingt interessant. Wo wirst du sein, wenn die Revolution beginnt? Wir sind die letzte Bastion gegen die Konzerntyrannei. Die driftenden Freiheitskämpfer des desinformierten Zeitalters. Wir sind Shiftlock. Der hat ja auch ein X7. Schlingel. Ach nee, es war gar nicht der Chef. Gute Neuigkeiten, Rekrut. Du darfst dich im Shiftlock-Test beweisen. Zeig mir, wie du driftest, dann reden wir. Bist du dieser driftende Anarcho-Hacker? Wie heißt du nochmal? Ich bin jeder. Ich bin niemand. Ich bin der Underground Soldier. Da fällt Mac nichts zu ein. Nebenwerte driftet 20 Meter ohne Unterbrechung und übertrifft die Zielpunktzahl. 200 Meter, das ist schon viel. Ich mach's mal. Denk daran, nimm Tempo auf und lenke hart ein, um ins Driften zu kommen. Tippe die Bremse an, um einen größeren Winkel zu erreichen. Setze Nitro ein, um deinen Multiplikator zwischen zwei Kurven zu sperren. Okay, das ist interessant. Durch Kollision verlierst du deinen Multiplikator, sei also vorsichtig. Ich muss was zeigen!
Das war süß. Gut, gut. Nein. Das war ein komischer Drift, ja, mit dem Gestänge, aber ich hätte es beinahe geschafft. 2,6 Kilometer, das schaffen wir mit den 200 Metern. Hier kommt gleich eine lange Gerade. Ich muss die Linie halten. Schade. Das kann ich besser. Okay, ich schaff das. Das waren zu viele Tasten, ich entschuldige mich. Mist. Mist. Heute kann ich aufhören. Ein Kilometer nur noch. Alles bestens, weiter so. Oh oh. Na, kacke. Total kacke. 600 Meter nur noch, aber nur noch 10.000. Aber die 200 Meter werden wohl nix. Nein, knapp am Stück nicht geschafft. Abgeschlossen, in der falschen Richtung. Hab wieder zu viel gedrückt. Auf den letzten Metern. Wer ist mir gewachsen? Mann, oh Mann. Auf jeden Fall besser als mit diesem Hashtiger. 208 Meter ins Ausgedriftet. Puh. Der Wagen rutscht noch. Schaut mal, jetzt kommt da die Bordsteinkante hoch. Wie cool. Okay, okay, okay. Das war der Anfang. Eine Speedkarte gibt's noch. Bremsen und Sprung. Sehr wichtig fürs Driften. Bringt aber auch sonst was. Generell bringt das viel. Bauen wir auf jeden Fall ein. Quest 3 begonnen. Oh, da gibt's schön viele. Mehr als bei der League 73. Das gefällt mir schon mal. Drift macht nämlich Spaß. Nun gut. Hätten wir das mal gemacht und weiter. Sehr gute Drifts, Rekrut McAllister. Nenn mich einfach Mac, okay? In Ordnung, Mac. Hashtiger birgt für dich. Du kriegst deine Chance. Ich schätze, er macht wohl doch mehr als nur Tiger-Selfies. Zeig uns in Amber Valley, was du drauf hast. Ob du das Herz eines Soldaten hast. Wir machen auf jeden Fall weiter, aber dann erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.